speaker is Dagmar Dotting, and she is now writing her dissertation under Rolf Elberfeld, right? No. Hans van der Zet in Hans van der Zet. Okay. And Georg Stenger in Vienna. Thank you very much. Thank you very much for the invitation. So, meine Präsentation jetzt in Deutsch halten. Für mich ist das ein Einspiel im doppelten Sinne. Zum einen, weil Deutsch meine Muttersprache ist und zum anderen, weil ich auch ganz in der Nähe von Hildesheim aufgewachsen bin. So bin ich auch mit der Landschaft sehr verwurzelt. Ja, in meinem Vortrag möchte ich darstellen, dass das Lebenswerk von Nishigaki Taro durchdrungen ist, sowohl von seiner Philosophie als aber auch von seinen kalligraphischen Arbeiten, als auch von seinen Dichtungen, auf die ich hier weiter nicht eingehen kann. Aber es geht mir darum, aufzuzeigen, dass es eben dass sein Lebensweg und sein Denkweg ein Weg ist, der ein gegenseitiges sich befruchten ist von seiner Philosophie und seiner Praxis im Zen. Mein Vortrag ist in zwei Teile gegliedert. Und zwar soll es auch eine Art performativer Vortrag sein, der letztendlich auch die Textstruktur Nishidas etwas darlegen möchte. Im ersten Teil werde ich die Konstruktion des Selbstbildes, wie ich es interpretiere, auf dem Hintergrund der absoluten widersprüchlichen Selbstidentität bei Nishida aufzeigen in Bezug zur wahren Realität und reinen Erfahrung. Sprich, ich beziehe mich da erstmal auf das Frühwerk. Und im zweiten Teil des ersten Oberthemas mache ich dann einen Sprung in das spätere Werk und werde da Werke, die auch zum Teil noch nicht, also der Kunkan-Text ist zum Beispiel noch nicht in das Deutsche oder in europäische Sprachen übersetzt, werde da sozusagen im Jahr 1944 in den Physikaufsatz und den Raumaufsatz springen und da sozusagen aufzeigen, dass es sowohl im frühen Nishida als auch im ganz späten Nishida ähnliche Bewegungen in seiner Philosophie zu finden gibt. Ja, im zweiten Teil mache ich sozusagen einen Schnitt und betrachte das Ganze aus der praktischen Perspektive, nämlich aus der kalligraphischen Arbeit von Nishida, indem ich auch einige Bildbeispiele zeige. Primär geht es mir darum, aber um die Bewegung, die ich da hervorheben möchte und eben da aufzeige, dass es die gleiche oder die ähnliche Denkbewegung, die wir in seiner Philosophie finden, auch in seiner Kalligraphie zu finden ist. So, fangen wir an mit einer Kalligraphie von ihm. Die ist vielleicht bekannt, weil es auf einem Cover von herausgegeben, die Philosophie Japans von Jens Heise und Peter Körtner als Cover verwendet wird. Geschrieben steht, der Herzgeist ist rund und der Mond und das Licht verschwinden alle phänomenalen Dinge. Die Betonung dabei bei phänomenalen Dingen und nicht phänomenologischen Dingen. Ich komme zum ersten Zitat. Alle geistigen Phänomene erscheinen in der Gestalt der reinen Erfahrung, so schreibt Nishida in Studie über das Gute. Im ersten Abschnitt der Selbstbildung möchte ich zunächst auch die Rolle des Mu, des Nichts, hervorheben, um darin die selbstwidersprüchliche Identität zu erörtern. Das Nichts, Mu, versteht sich als Ort, in Folge nur als Basho von mir genannt, in einer Wahrnehmungsebene, in der es kein gegenständliches Bewusstsein gibt. Diese Ebene ist frei von jeglicher Subjekt-Objekt-Vorstellung sowie darin haftenden Qualitäten, Attributen, Charakteristik und Ontologie. Wenn Mu also nichts ist, welche Rolle spielt es aber für das Erkennen, insbesondere für das Erkennen des Schönen in Japan? Der Ort Basho verhält sich feldhaft spiegelnd, er dient als nicht substanzielle Ebene, auf welcher sich Anschauung Chokan reflektiert und dadurch sich selbst bildet. Reine Anschauung Chokan selbst ist autoreflexiv. Nishida spricht von reiner Anschauung, Chokan, von Intuition, Chokaku und Intellektoranschauung, Chiteki Chokan. Das sind die drei Ausdrucksformen, die aber lediglich das abbilden,
nicht das Abbilden eines lediglich das Abbilden eines Schauens im Selbst meinen, welches ein noetischer Vorgang ist. Hier wirken Phänomene auf das Selbst und auf dialektische Weise entsteht eine autoreferente Kontinuität von Selbstbildung. Das Selbst bildet sich selbst, spiegelt sich im Nichts, im Mu und bildet sich neu. Es entsteht eine Reihe an Momenten des Selbstschauens, welches Nishida dann spätestens ab 1928 in seinem Aufsatz Ich und Du als diskontinuierliche Kontinuität bezeichnen wird. Dieser ganze offene Prozess bewegt sich noch vor den Anschauungsformen. Das Selbstbild Kosho als solches lässt sich aber nicht fixieren. Es liegt vor jeglicher Apperzeptionsfunktion. Auch das Denken ist hier nicht veranlagt, da es sich bereits im Bewusstseinsfeld der Apperzeptions befindet und als Tathandlung vorzustellen ist. Der Begriff Tathandlung natürlich von Fichte. Ich komme zu einem Zitat. Wieder aus Studie über das Gute. Denken ist das Bewusstsein des Tatsächlichen im Raum der Vorstellungsbilder. Vom strikten Standpunkt der reinen Erfahrung her ist keine Unterscheidung zwischen Wahrnehmung und Vorstellungsbilder möglich. Weiter, Aufgabe des Denkens ist das Sichtbarmachen der Wahrheit. Zitat Ende. Das, was sich als Ausdruck Hyogen des Selbst als phänomenales Formal zeigt, zum Beispiel im Pinselstrich dann auf dem Papier, wie ich auch in den Kalligrafien zeigen werde, ist hingegen immer bereits ein Schatten karge des eigentlichen Selbstbildes, welches immer eine formlose Form bleibt. Das Schauen selbst ist nie das tatsächliche Bild, sondern phänomenaler Ausdruck oder wie der späte Nishida sagt, Gestaltungsakt von Welt. Welt ist hier als verinnerlichte Welt innerhalb Nishidas Weltsystem zu verstehen. Die Phänomenologen, ich zitiere Nishida wieder, jetzt aus seiner mittleren Phase aus Selbstidentität und Kontinuität der Welt, die Phänomenologen denken, dass der Ausdruck nur etwas objektiv Erscheinendes ist und bloß zu einem Gegenstand des Verstehens wird. Aber der Ausdruck ist unserem Handeln enthalten. Umgekehrt gibt es ohne Ausdruck kein Handeln unsererseits. Ausdruck ist etwas ganz und gar uns Bewegendes. Zitat Ende. Unter dem Phänomenologen meint er natürlich immer wieder Husserl. Insbesondere ist das zu spüren in seinem Aufsatz Ort, wo er wirklich einige Anmerkungen zu Husserl macht. So. Hier haben wir einmal das Mu von Hisamatsu, nicht von Nishida. Von Nishida, das zeige ich gleich. Das Mu als Ort im Selbstbildungsprozess, als Ort worin von Nishida benannt, ist demnach notwendiger Grund für dieses Hervortreten, Aufzeigen des Wahrnehmungsphänomens. Ich zeige hier noch einmal das Mu von Nishida. Und springe jetzt in die Phase von 1944 in sein Spätwerk, um die formierende Form Keiso darzustellen. Ich zitiere Nishida aus Philosophie der Physik, übersetzt von Max Kroh ins Deutsche. Es geht um eine Welt von Formierten zum Formierenden als ewig widersprüchliche Selbstidentität von Vielheit und Einheit, das heißt die Welt des Karmas im buddhistischen Sinn. Zitat Ende. Das formlose Selbst beherbergt weder eine materielle Form, also Kata, dem griechischen Eidos entsprechend, noch eine ideelle ontische Form, das japanische Kaiso, im kantischen Sinne zu denken. So wenig wie das formlose Selbst ohne Form, also Kaiso, ist, so ist das Selbst selbst ohne Form. Die Form, die die Aktivität des absoluten Nichts konstruiert, ist die reine Form reiner Form. Form verhält sich hier, wie eben bei der Selbstbildung, das autoreflektive Selbst zum Selbstausdruck, so dass Nishida die gleiche Denklogik anwendet.
Auch in der Bewegung, auch in der Begrenzung findet sich die Dialektik seiner widersprüchlichen Selbstidentität wieder, ohne diese es nicht zum Widerspruch kommen könnte. Ein weiteres Zitat, jetzt aus dem Kukan-Text, den ich zusammen mit Frau Demin-Bullock, die auch heute da ist, übersetzt habe. Er ist noch nicht publiziert, das wird noch eine Weile dauern, das werde ich dann erst nach meiner Diss schaffen, aber für mich ist es interessant, da ich einige Aspekte aus dem Kukan-Text finden kann für meine Dissertation. Ich zitiere: Es wird gedacht, dass die Form als Idee, Kaiso, und Materie der widersprüchlichen Selbstidentität die Form selbst begrenzt. Zitat Ende. Deshalb greifen wir nochmal die Kalligraphie vom Anfang auf und betrachten sie mit dem zeitlichen Abstand neu. Der Herzgeist ist rund wie der Mond und das Licht verschlingt alle phänomenalen Dinge. Damit meint Nishida das, was er im Spätwerk mit Form produzieren, Katashi Tsukuro benennt. Die Welt bildet sich in der widersprüchlichen Selbstidentität kontinuierlich neu. Das heißt, dass alle Formen sich immer wieder neu bilden und zugleich selbst verneinen durch den Gestaltungsakt von Welt. Dadurch bilden sich Relationen und es können Dinge mono, wie im obigen Zitat, wahrgenommen werden. Dies bedeutet, dass Dinge mono, also nicht koto, sondern mono, aber immer wieder neue Formen annehmen und sich neu in Beziehung setzen. Beziehungsfähigkeit spielt dabei also eine wesentliche Rolle. Leiblich nehmen wir nur deren Abbild und Schatten wahr, den Charakter Kage. Ich mache jetzt den Sprung in den zweiten Teil der Präsentation und übertrage das jetzt sozusagen auf die kalligraphische Praxis von Nishida. Da möchte ich anfangen mit der Lehre, die Lehre, die ich synonym setze mit der Farbe Weiß. Weiß ist nicht Farbe und zugleich Nichtsein. Weiß ist jedoch nicht lediglich nichts, sondern es offenbart die Möglichkeit des Noch-Nichtseins, Kisen, in sich, also verhält sich somit empfangend. Weiß ist rein, sonst wäre es nicht weiß. Dieses Weiß bildet Offenheit für etwas, was sich zeigen möchte. Betrachten wir lange Zeit ein weißes Blatt, so werden sich innere Bilder in uns zeigen, die auf dem Weiß zum Ausdruck gebracht werden können. Weiß birgt diese Verborgenheit des Etwas in sich, welches das Weiß benötigt, um es hervorzuheben. Weiß besitzt somit eine starke Kommunikationskraft. Weiß ist damit zu Gründen, also ein Hypokraimon von allen Schöpferischen. Weiß hat in den japanischen Kunstformen einen hohen Stellenwert, wie zum Beispiel im Buto-Tanz, wo die Tänzer sich weiß einweißen mit weißer Farbe, was nicht nur ein äußeres Anhaften von Weiß bedeutet, sondern ein inneres sich entleeren darstellt in dem Prozess des Tanzes, um dann innerhalb der Leiblichkeit die Bilder zum Ausdruck zu bringen. Ich komme zu einem klassischen Bildbeispiel aus der Malerei. Ich denke, es ist wahrscheinlich bekannt von Sesshu Toyo, das Bild Landschaft. Als Malgrund bleibt das empfangende Weiß, welches mehr als die Hälfte des Bildes ausmacht. Jedoch kann nicht gesagt werden, dass das Weiß nicht zum Bild gehört. Vielmehr gibt dieses dem Pinselstrich die Möglichkeit, sich zu zeigen. Der schwarze Tuschestrich ist hier stark gebrochen und lediglich in der Gesamtform angedeutet. Das heißt, nicht nur der Trägergrund behält das Weiß, sondern auch innerhalb des Tuschestrichs wird dieses Weiß fortgeführt ohne eine Technik, die sich als fliegendes Weiß benennt, Haboku, auch gebrochene Tinte genannt. Diese Abstraktion lässt dem Betrachter die Offenheit, durch die Bildbetrachtung seine je eigene Form zu vollenden. Ich
gehe schon mal weiter in die nächste Folie, weil man auch oft in den Kalligrafien, insbesondere vielleicht in dem rechten Mu-Zeichen, besonders gut auch diese Art des fliegenden Weiß erkennen kann. Ein unbemalter Leerraum im Bild sollte also nicht als ein Raum betrachtet werden, der keinerlei Informationen enthält. Im Gegenteil, gerade der Gedanke dieses Raumes, einen Bedeutungsgehalt beizumessen, macht maßgeblich den Aspekt der japanischen Wahrnehmung vom Schönen aus und ist übertragbar auf alle Künste. Also im Ikebana haben wir ja bereits schon auch über das Kire etwas gehört, das Abschneiden, auch da finden wir diesen Prozess der gegenseitigen Bedingtheit. In der Dichtung haben wir auch schon davon gehört, hier auf der Tagung, verschiedene Haikus von Basho wurden ja vorgestellt. Auch da ist genau dieser Aspekt erfahrbar und erkennbar gewesen. Aber auch in der Architektur, zum Beispiel gegenwärtig von Tadao Endo, ist das zu erfahren in der Kalligraphie-Malerei und aber auch in der Keramik. Also die ewige Spannung bewahrt sich in ein Werk eben gerade durch diese Leerräume. So, ich gehe jetzt ein wenig näher auf die Kalligraphie ein. Hier sehen wir ja schon viermal die Abbildung des Zeichens Mu. Im unteren Bereich haben wir nochmal keine Helligkeit und Mu-Ishi, also kein Selbst oder kein Ich. Anhand dieser vier verschiedenen Mu-Zeichen ist schon deutlich sichtbar, wie unterschiedlich sein Ausdruck ist. Nishida hat leider seine Kalligraphie nie datiert, sodass man nicht weiß, aus welchem Zeit die jeweilige Kalligraphie stammt. Aber ganz deutlich wird eben diese unterschiedlichen Ausdrucksformen, die er innerhalb seines Zeichens Mu zum Ausdruck bringt. Also auf die Kalligraphie zurückkommend, möchte ich den Ansatz aufzeigen, in welchem Verhältnis nun die Leere, das Weiß und das Selbstbild Kosho steht. Nishida hat 280 Kalligraphien ungefähr hinterlassen, die bekannt sind. Jetzt wurde da nochmal ein Diary gefunden und auch noch einige Kalligraphien, wie ich gehört habe. Die sind mir jetzt noch nicht bekannt. Aber interessant ist, dass er also sehr, sehr viel häufiger das Kanji Mu gemalt hat, als eigentlich den Enzo, der unsere gängige Praxis im Zen ist. Also man findet nicht viele Kreise von ihm. Eher das Zeichen Mu. Um einen kurzen Sprung jetzt in die Musik, in die Praxis der kalligraphischen Gegenwart zu machen, möchte ich ein kurzes YouTube-Video einspielen, damit sichtbar wird, wie sich Kalligraphie leiblich auch verhält, also im Ausdruck. Und zwar von einer Performance-Künstlerin, einer japanischen Junko Baba. Sie ist gleichzeitig auch Lehrbeauftragte in Wien, aber eigentlich bekannter als Performance-Künstlerin in Wien. Und sie hat, das muss ich dazu sagen, einen sehr experimentellen Zugang zur Kalligraphie. Ich selber habe bei Kazuaki Tanahashi Kalligraphie gelehrt bekommen und er macht das in einer viel kontemplativeren Art und Weise, aber so wie Frau Baba das macht, ist es einfach sehr modern und gegenwärtig. Thank you.
Ja, ich denke, es ist eindeutig klar, dass es ein leiblicher Akt ist. Und also sie macht es natürlich als Performance-Künstlerin extrem extrovertiert. Wie gesagt, ich kenne es auch eher, dass es mehr kontemplative Ansätze hat. Ja, aber ich mache auch gleich einen weiteren Sprung, nämlich in die Musik, um auch nochmal darzustellen, wie sich der Einfluss auf die Komposition von Hosokawa Toshio, einer der bekanntesten Gegenwartskomponisten dieser Zeit, darstellt. Ich habe ihn ausgewählt, weil er ebenso wie Nishida auch ein Grenzgänger ist zwischen den Welten. Also, und man kann ihn auch als interkulturellen Komponisten bezeichnen. Hosokawa Toshio hat in Berlin bei Jun Isun studiert. Ich zeige Ihnen später, ich habe noch zwei Bilder von ihm, oder mache ich das jetzt? Ich mache das jetzt. Da haben wir die beiden. Da haben wir die beiden, also Kawa Toshio zur Linken, Jun Isun, sein Lehrer in Berlin, wo er bis 1985 bei ihm studiert hat, ist danach zu Klaus Huber nach Freiburg gegangen, hat ein Aufbaustudium gemacht und 1990 hat Hosokawa sich maßgeblich mit der Philosophie der Kyoto-Schule beschäftigt. Insbesondere hat er dann von Nishitani, was ist Religion, gelesen. Und das hat ihn sehr maßgeblich beeinflusst und Klaus Huber empfahl ihm dann auch, zurück nach Japan und beschäftige dich mit der traditionellen japanischen Musik. Das hat er dann gemacht. Und deshalb ist diese starke Einfärbung der traditionellen japanischen Wahrnehmung, Ästhetik, das Schöne in seiner Musik. Ich möchte ein Zitat von ihm bringen, und zwar welches er geführt hat mit dem deutschen Musikwissenschaftler Walter Wolfgang Sparrer. Da sagt er im Folgenden zu seiner Komposition, ich zitiere, der Ton allein ist schon das Leben selbst. Wenn in der Musik Europas erst die Tonfolge Leben gewinnt, wobei der Einzelton relativ abstrakt sein kann, lebt bei uns schon der Ton für sich. Man kann unsere Töne mit Pinselstrichen vergleichen, im Gegensatz zur Linie eines Zeichenstifts. Vom Ansatz bis zum Verklingen ist jeder Ton Wandlung unterworfen. Meine Tonauffassung ist ähnlich, aber für meine Musik ist der musikalische Ort, an dem diese Kalligraphie stattfindet, wesentlich geworden. Dazu kommt der Hintergrund der Stille, des Schweigens, der mir ebenso wichtig ist. Weiter sagt er über Kalligraphie, der Beginn aus der vollen Konzentration und Inspiration heraus, mit dem ersten Pinselstrich, ist schon Schöpfung für uns. Der Beginn kommt aus dem Chaos, Handeln als Ordnen des ursprünglichen des Chaos. In der Kalligraphie heißt dieses Anfangen, dieses sich Öffnen, Konton Kaikui. Der Meister bestimmt einen Punkt in der Luft und bewegt von diesem Konton Kaiki-Punkt ausgehenden Pinsel, berührt das Papier und kommt dann wieder auf genau diesen Punkt in der Luft zurück. Nur Spuren dieser linearen Bewegung sind auf dem Papier zu sehen. Sie sind der sichtbare Teil der Bewegung, genauso wichtig wie der unsichtbare Teil. Das möchte ich unterstreichen, den unsichtbaren Teil der Bewegung. Das habe ich in meiner Musik interpretiert, als Klang und Schweigen. Der Klang entsteht aus dem Schweigen und kehrt wieder ins Schweigen zurück. 2013 hat er eine Komposition verfasst, die ich jetzt präsentieren möchte, als Musikbeispiel für seine starke Nähe zu dem Denken der Kyoto-Schule, Calligraphy. Wir hören da eine Minute rein. Thank you.
Was ich noch dazu sagen möchte, der Komposition ist, dass Hosokawa bei dem Stück Kalligraphie er zumal in seiner Notation auch direkte Angaben gegeben hat zu dem performativen Akt der Musiker. Das, denke ich, wurde eben anhand dieser Darstellung ganz gut deutlich, dass eben der Strich, den Pinselstrich oder den Strich, der über das Instrument eben auch diese Brüche hat. Das ist ihm einfach ganz wichtig. Ja. Ja, was ich damit zeigen möchte an diesem performativen Akt sind zweierlei Formen. Zum ersten finde ich, die Pinselbewegung der Kalligraphie wird übertragen auf die Instrumente, welche sich dann auch in dem Tuschestrich wieder zeigen. Und der Tuschestrich wäre in dem Fall jetzt der Ton. Der zweite Aspekt, den finde ich aber eigentlich wesentlich interessanter für meine weiteren Betrachtungen, nämlich an dem Strich bleibt weder die Bewegung noch der Klanghaften anders als in der Kalligraphie die Tuschespur als Ausdruck des Akts des Pinselstriches, welcher immer aus der Pinselbewegung und der Tuschespur besteht, das ist wichtig, verbleibt und die Pinselbewegung immer in sich birgt. In der chinesischen Maltheorie gibt es einen Hinweis dazu, dass die Pinselbewegung sozusagen die Knochen darstellen und die Tuschespur, die dann als Verbleibende auf dem Blatt zu sehen ist und in Erscheinung tritt, sozusagen das Fleisch darstellt. Und nur das Fleisch und die Knochen zusammengefügt erzeugen den Pinselstrich. Es gibt da verschiedene Abwandlungen dann. Es gibt zum Beispiel ein dickes Tuscheschwein, das hat dann zu viel Fleisch. Oder es gibt auch kalligraphische Zeichen, die sich dadurch auszeichnen, dass sie zu mager sind. Sprich, man sieht da fast nur noch das Weiß, das fliegende Weiß. Das ist dann ein Zeichen, dass da zu wenig Fleisch am Knochen ist. Das aber nur als weiteren Hintergrund. Was gemeint ist, ist dabei, dass sowohl aber die Musik und die Bewegung und die innere Bestimmtheit eine entscheidende Rolle spielen für den Tonklang, für den Strich. So wie dies übertragen auf die Kalligraphie sich ebenfalls in dem momenthaften Ausdruck Hürgen des inneren Selbstbildes, welches sich auf dem weißen Blatt, also auch zu verstehen als Raum, als Kukan, erschöpft zeigt. Das Blatt ist dabei zugleich auch Begrenzung von Raum, welche auch eine wichtige Rolle spielt dabei. Ich zitiere Nishida jetzt aus dem Kukan-Text von 1944. Es wird gedacht, dass die Form als Idee, Keiso, und Materie der widersprüchlichen Selbstidentität die Form selbst begrenzt. Zitat Ende. Ki spielt dabei eine wesentliche Rolle. Über Ki haben wir hier auf der Tagung auch schon einiges gehört, welches sich in der Bewegung als auch in der Pinselführung den Druck und den Fluss der Tusche zeigt. Das Verborgene kommt dabei auch augenblicklich intuitiv zum Vorschein und kann doch nicht festgehalten werden. Lediglich das Phänomenale, das Abbild, also die Schattenspur, Kage, nämlich als Zeugnis der Vereinigung von der Pinselbewegung, den Knochen und der Tuschespur als Fleisch, dem Pinsel, sprich als gesamter Körper, zeigen sich in diesem wieder. Ich zitiere nochmal Nishida aus dem Kukan-Text. Das wahrhaft selbst Ausdruckshafte hat in jeder Hinsicht das Selbst. Das heißt, dass gleichzeitig lebendig ist und äußerlich das Selbst hat, das, was materiell wird, muss auf die Weise, dass das Äußere mit dem Inneren verbunden ist, etwas sein, das absolut selbstwidersprüchlich ist. Zitat Ende. Aber, um nochmal auf meinen Anfang des Vortrags zurückzukommen, auch im Frühwerk findet sich bereits diese Denkbewegung von Nishida, in dem er ein Studium über das Gute sagt, die wahre Realität besitzt immer dieselbe Form. Weiter. In seinem Text Selbstidentität und Kontinuität der Welt. Die Kontinuität in der widersprüchlichen realen Welt ist so,
Weder gibt es bloß Kontinuität noch bloß Diskontinuität. Daher spreche ich von einer diskontinuierlichen Kontinuität. Die Realität bewegt sich. Zitat Ende. Dies zeigt sich beim dialektischen Akt in der Berührung des Pinsels und dem Fluss der Tusche. Man kann da auch die Prinzipien des Weiblichen und des Männlichen, was dann aus dem daoistischen Denken kommt, hinzufügen. Der Pinselstrich bringt Zeitlichkeit und Räumlichkeit in sich, kann diese aber nicht veräußern. Die momenthafte wahre Realität verbleibt in diskontinuierlicher Kontinuität letztendlich als Ausdrucksakt von Welt im Pinselstrich formlos. Ich zitiere Nishida noch einmal aus dem Aufsatz über die Physik, Philosophie der Physik von Max Rohr übersetzt: Die reale Welt muss durch das Selbstgewahren, die Kaku, des körperlichen Selbst begründet sein. Was meint? Der Tuschestrich selbst ist nicht der Ausdruck des Selbst, sondern die Spur eines autopoetischen Reflexion im Selbst, die sich durch handelnde Anschauungen darin in seiner Form, und jetzt sprechen wir von Katashi als Form, zeigt. Ein weiteres Zitat aus der Philosophie der Physik. Es geht um eine Welt vom Formierten und zum Formierenden als ewig widersprüchliche Selbstidentität von Vielheit und Einheit, das heißt die Welt des Karmas im buddhistischen Sinne. Ein Körper besitzt immer den Charakter eines Instruments des Geistes. Er wird Mittel für die ausdrückende Selbstformierung unseres Selbst. Dort formiert die Welt sich selbst. Zitat Ende. Die Begründung als System in seiner Philosophie bleibt also enthalten. Ich versuchte dies anhand meines Vortrages aufzuzeigen, indem ich die formlose Form als Spur einer Lebensbewegung des Selbst in ihrer Bedeutung mittels des Ortes und Bashu darin hervorzuheben versuchte. Und mittels dieses Zitates könnte man auch noch sagen, dass der Pinselstrich somit auch die ganze Welt in sich birgt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Dagmar. Thank you very much, Dagmar. We have now 10 minutes for questions and comments. Und ich denke, wir können auch viele von euch auch aus Deutsch Fragen stellen. We also can ask in English. Yeah. It's no problem. Okay. Das Wort Karma verwirrt mich etwas. Wie hat mich dieser Karma hier verstanden? Also Karma ist jetzt eigentlich ja ein Begriff, der aus dem Buddhismus stammt und eigentlich mehr aus dem Mahayana-Buddhismus. Ich denke, dass er in Bezug auf, bezieht sich auf das letzte Zitat, nicht wahr? Dass es da letztendlich um diese ewig sich neu formierende Form geht, also dass sie, wenn man beim Mahayana-buddhistischen Karma davon ausgeht, dass ja sozusagen die Essenz eines Menschen erhalten bleibt und sozusagen in dem Karma sich dann wieder bewirkt, könnte man vielleicht in dieser formlosen Form oder der ewig neu formierenden Welt sagen, dass auch da nichts verloren geht, sondern es einfach nur andere Formen annimmt. Wobei die formlose Form natürlich keine Form als Katashi zu verstehen ist, sondern eher, und auch noch nicht mal als Kaisu, als ideelle Form, sondern eben als eine formlose Form, die in dieser Form nicht greifbar ist. Ich habe noch mal eine Frage zu den Musikern, die den Strich als Ton darstellen. Da war für mich die Frage in dem Moment, was sehen die Musiker auf ihrem Blatt, was sie auf dem Notenständer vor sich haben? Das ist eine typische Frage. Also ich selber habe, ich habe meine Notation gesehen, also
das verhält sich wie bei allen Kompositionen neuer Musik. Das sind sehr abstrakte Zeichen, die da wahrscheinlich jeweils von den einzelnen Musikern auch neu entwickelt werden. Also da kann man gar nicht mehr mit, also da werden schon klare Noten noch eingetragen, aber dazu werden dann jeweils zu den Instrumenten entsprechend ganz eigene Notationsformen angewandt. Ich nehme an, dass er die Performance auch in dieser Art eingetragen hat, in die Notation. Vielen herzlichen Dank. Eine Frage dahingehend, diskontinuierliche Kontinuität. Gibt es in diesem ganzen Konzept etwas, das hatte ich mich gefragt, in Bezug auf die Performance und die musikalische Darstellung, Konzept der Kalligrafie, auch bei Nishida etwas, was ausdrückt, wie lange eigentlich der Prozess andauert, wann er endet. Dahingehend, was mich in dieser Performance genervt hat, dass das Publikum zwischendrin schon dachte, sie sei fertig und anfing so zu machen und sie war kaum zu Ende, dann ging das Gebrüll los. Als Musiker nervt mich das, also wenn ich, je nachdem welcher Form von Musik ich mache, wenn ich klassische Musik mache, dann nervt mich das furchtbar. Im Konzert nervt mich das furchtbar. Ich erinnere mich, das war, glaube ich, Kurt Masurs Dvorak-Aufführung in Boston, wo 20 Minuten Stille herrschte nach dem letzten Ton und dann ging der Applaus brandlos und dauerte nochmal, weiß ich nicht. Und das war so spannend in Hosokawas Komposition, wahrscheinlich ist das auch auskomponiert, dass am Schluss der letzte Strich, dann bricht das so mit einer wahnsinnigen Prägnanz ab. Ja, genau. Und dieses Stillehalten, dieses ganz tief innehalten und das noch, diese Musiker haben sich nicht bewegt, manchmal hat man das auch in westlichen Musiken auskomponiert, gerade in der modernen Musik. Und jetzt interessiert mich in diesem Verhältnis, was ich jetzt bestimmt habe zu beschreiben, in der diskontinuierlichen Kontinuität des gesamten Prozesses, gibt es eine Art und Weise auszudrücken oder zu kennzeichnen oder darzustellen, wie eigentlich das Ende dieses Prozesses und dieses Innehalten am Schluss, was das ausmacht in verschiedenen Kunstformen, nicht nur die Pause machen Musik, sondern auch der Schluss und dieses Innehalten nach der Performance, ob da irgendetwas einen Ausdruck gibt, der das kennzeichnet, mit dem man das darstellen kann. Auch das ist eigentlich wieder eine Frage, die Notation betrifft, die ich nur bedingt beantworten kann. Aber in dem Zitat, was ich von Hosokawa gebracht habe, da hat er ja deutlich auch gesagt, dass für ihn sozusagen ein einziger Ton schon die Welt darstellt. Ja? Also dass es wichtig ist, dem Ton einen Nachklang zu geben. Ich weiß, dass es dafür auch der Begriff Ma bezeichnet wird. Also dass der Ton immer auch, um überhaupt sich in seiner Fülle zeigen zu können, einen Raum braucht, um sich zu entfalten zu können. Und ich denke, dass in der Komposition, die ich jetzt auch ganz bewusst ausgewählt habe, weil es eben um Kalligraphie geht, da dargestellt wird, ist es eigentlich wirklich 1:1 zu übertragen auf die Kalligraphie, dass man anfängt mit dem Zeichen und nach jedem Zeichen auch absetzt. Ja, das haben wir jetzt bei dieser Performance ganz gut sehen können. Sie hat, und was ich auch interessant finde an der Performance, ist, dass sie sozusagen die Bewegung vorab auch schon mal gemacht hat. Ja, also sie hat, bevor sie angefangen hat, die Pinselspur zu setzen, hat sie zuvor die Bewegung schon mal praktiziert. Aber letztendlich ist es so, dass durch dieses Absetzen, würde ich sagen, da entsteht auch eine diskontinuierliche Kontinuität. Weil jedes Zeichen steht für sich, aber es steht immer in der Spannung zueinander zu den anderen Zeichen. Und eine Kalligraphie ist erst komplett, wenn alle Zeichen auch in dieser angemessenen Spannung zueinander stehen und gemalt sind. Ja, wir haben 5 Minuten left and 3 questions. Eine Verständnisfrage, hier ist zum Beispiel die Formulierung widersprüchliche Selbstidentität von Vielheit und Einheit. Und auf der Folie davor, in dem Raumtext, stand einmal... Soll ich vorspringen? Ja, davor nochmal. Den? Diese hier. Die Form als Idee und Materie der widersprüchlichen Selbstidentität, das verstehe ich überhaupt nicht. Müsste das...
also es ist, kommt mir ganz unvertraut vor, es ist die widersprüchliche Identität, Selbstidentität von Idee und Materie. Aber die Idee der widersprüchlichen Selbstidentität verstehe ich gar nicht. Wie ist das zu verstehen? Also die Idee und die Materie der widersprüchlichen Selbstidentität. Also das, wie der vorherige Übersetzung war, genauso, also die widersprüchliche Selbstidentität von Idee und Materie. Das wäre mir plausibel, aber ich habe noch nie so eine Formulierung gesehen, als Idee und Materie der selbstwiderspruchlichen Selbstidentität. Dann wollte ich mal den Originaltext haben. Aber was soll das bedeuten? Die Idee der widersprüchlichen Selbstidentität und die Materie der widersprüchlichen Selbstidentität. Ich denke, es geht um dieses Zwischen, eben um diese Form des Dazwischen, die dann letztendlich die formlose Form ist, weil es geht ja nicht um die Materie und es geht auch nicht um die Idee, um Case. Ja, aber dann würde es heißen, die widersprüchliche Selbstidentität von Idee und Materie. Aber so die Formulierung ist, die Idee der widersprüchlichen Selbstidee, und das Und ist ja ein Top-Konjunktives, und die Materie der widersprüchlichen Selbstidee. Nee, Materie gehört zu alles. Das ist die Form als Idee und Materie der widersprüchlichen Selbstidee. Das ist die Form als Idee und Materie. Okay, vielleicht ist es nicht klar, dann müssen wir vielleicht mit dem okay, aber das war nur, da bin ich sehr gestolpert. Dass die Form selbst begrenzt. Die Form selbst gestaltet. Die Form als Idee und Materie. Die Form selbst. Okay, vielleicht ist nicht klar, dass als Idee und Materie zusammengehört. Aber ich muss nochmal den. Ja, genau. Also, das ist ja noch in Arbeit, diese Übersetzung. Von daher. Weil das natürlich wichtig ist, sozusagen, das jetzt für die Argumentation. Also wie das genau zusammenhängt, weil das ja nicht Idee und Materie der selbst widerspricht selbst, sondern genau diese Dialektik der beiden. Ja, ja. Da kam es ja drauf an eigentlich. Ne? Ja, genau, aber ich hatte das Zitat auch ausgewählt, weil es mir da auch um die Begrenzung geht. Also dass die Grenze auch ein wichtiger Aspekt ist für die widersprüchliche Selbstidentität. Ja klar, das war ein konkreter Akt. Genau. Also für mich ist beides drin. Das ist die widersprüchliche Selbstidentität von Ideen. Aber ich, wenn ich alles übersetze, dann mache ich Naturstelle im Text. Und so hatte ich ihn. Ja, also, ja. Ja, okay, aber das ist. Ja, das ist, glaube ich, auch aber nicht. Also, ich glaube, hier steht Käsotor, Schizobiotor, und so denke ich, ob das zu verstehen. Da hat sie gesagt, hat sie sich auf den Käsotor kann weiter. Und das wird, glaube ich, die widersprüchliche Selbstidentität von Materie und genau. Als widersprüchliche Selbstidentität von Idee und Identität. Okay, genau. Ja. Letzte Frage, Lehrer? Nee, es ist nicht so sehr eine Frage, sondern auch was, was ich auf das bezieht, was Sie gesagt haben. Also dieses, ich glaube, ein wichtiger Punkt darin, den ich auch sehr charakteristisch empfinde für die japanischen Kunstformen, ist die Einführung dieses negativen Elements. Und das in verschiedener Weise passieren kann und das auch in verschiedenen, also eine gewisse Referenz, eine andere Form von Referenz impliziert. Also zum Beispiel die Einführung der Stille in der Musik. Oder im Nottheater das Sendokima, worüber das geredet hat. Also dieser Moment, wo der Schauspieler nichts tut und das wird als sozusagen der wichtigste Moment betrachtet. Er hält still und darin sammelt sich sozusagen, es wird sozusagen, also wenn man jetzt das Formlose bei Nietzsche als den Ort betrachtet, der die Form umfängt, dann wäre diese Einführung des negativen Elements in den Raum selbst als Element des Ortes die Referenz auf den umfassenden Ort, also zum Beispiel, ich würde sagen, bei grafischen Formen wäre es sowas wie der Kreis zum Beispiel. Mhm. Der Kreis ist eine Form, aber irgendwie ist er auch eine Referenz auf das, was Formen erscheinen lässt. Mhm. Oder bei der Farbe das Weiß. Ja, genau. Deshalb also Weiß ist irgendwie Teil des Wascho der Farbe, also das eigentliche Nichts für die Farbe ist die Farbe als Allgemeines. Wenn man aus der Perspektive des Waschos der Farbe guckt, ist die Farbe selbst ein Nichts. Man müsste in einen anderen Wascho gehen, um die Farbe sozusagen als ein Etwas zu sehen. Aber aus der Perspektive der Farbe selbst ist der Wascho der Farbe ein Nichts.
Genauso ist es vielleicht auch zum Beispiel beim Lohtheater diese Einführung des Inhaltens der Nichttätigkeit. Man könnte vielleicht sagen, es ist eine Referenz auf die Situation oder sowas. Plötzlich passiert etwas und der Referenzrahmen wird selbst thematisiert, indem in den Referenzrahmen selbst ein Element eingefügt wird, das negativ ist und dadurch auf ihn verweist. Mhm. Und dieses, das fand ich ganz schön, auch wie das rauskommt bei der Musik. So, also dieses Plötzliche, weil wenn plötzlich ein Ton gehört wird, dieses erste Hören des Tons ist für mich sehr diskontinuierlich. Also wenn aus der Stille plötzlich ein Ton erscheint, ist das was ganz anderes, als wenn man eine kontinuierliche Musik hört. Mhm. Und das habe ich das Gefühl, versucht da einzuführen und dann zu halten, weil die Art und Weise, wie der Ton weitergeführt wird, fühlt sich für mich an wie ein Durchziehen des ersten Moments des Hörens des Tons. Weil es ein sehr angespannter Ton ist, sehr, sehr komprimiert ist. Und dieses sozusagen, dieses Diskontinuierliche in der Kontinuität weiterzuführen, fand ich sehr schön, wie das in der Musik rauskommt. Das ist mehr so ein Kommentar, wie das auf mich gewöhnt wird. Okay, ja. Vielen Dank noch einmal.